Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 89. Das ist die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 20-6690. Und ich darf zur Einbringung erteilen das Wort dem Kollegen Alexander Bauer für die Fraktion der CDU. Und ich darf um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für den Redner bitten. Herr Bauer, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist mir eine besondere Freude, den Dringlichen Gesetzentwurf von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN heute Abend hier einbringen zu dürfen. Er behandelt das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung der hessischen Beamtinnen und Beamten für die Jahre 2022 und 2023 und auch die Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der eben hier debattierten COVID-19-Pandemie. Das ist das Thema des Gesetzentwurfs, und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir dieses Verfahren auch in dieser Form heute durchführen können. Denn es geht letztendlich darum, dass die Bediensteten des Landes Hessens, ähnlich wie es zuvor schon die Tarifbeschäftigten erfahren haben, eine entsprechende Wertschätzung ihrer Arbeit bekommen, und zwar möglichst schnell. Und deshalb ist es unser gemeinsames Interesse, dieses Gesetzesverfahren heute zu starten, die Betroffenen auch entsprechend anzuhören, wenn auch in verkürzter Zeit. Aber es ist ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung für unsere Landesbediensteten, aber auch ein Zeichen der Anerkennung für die besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie, die dieser Gesetzentwurf eben zum Ausdruck bringen möchte. Nachdem es ja bereits durch die Tarifverhandlungen, die unser Innenminister geführt hat für den TVH, zu erfreulichen Ergebnissen kam für beide Seiten. Natürlich kann man sagen, es kostet eine Menge Geld, aber das Geld ist in dem Fall auch gut angelegt und investiert. Dass die Resonanz auf diesen Abschluss TVH, der ja zum ersten Mal vor der Verhandlung der Tarifgemeinschaft der Länder war, doch ein erfreuliches Ergebnis zutage brachte, was wir jetzt eins zu eins übernehmen wollen für die Beamtinnen und Beamten in unserem Staatsdienst. Das sind immerhin die 1.000 Euro Corona-Prämie, die bei den Aktiven auf sehr großen Zuspruch stieß. Das ist die 4-prozentige Entgelterhöhung insgesamt bei dem TVH Hessen, die sehr angesichts der entsprechenden Inflation aber doch immerhin als angemessen wahrgenommen wurde. Es waren so Maßnahmen wie die unbefristete Übernahme der Azubis und auch die Gewährung für die Azubis von 500 Euro Corona-Prämie. Aber auch vor allem wurde wertgeschätzt, dass es uns gelang, in beidseitigem Einvernehmen die Verlängerung des Landestickets herbeizuführen bis Ende 2024. Immerhin ermöglicht das allen Landesbediensteten die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn. Und das ist gerade im Rhein-Main-Gebiet, im Ballungsraum, eine tüchtige Zulage zu dem Entgelt. Was der Gesetzentwurf jetzt hier im Einzelnen regelt, meine Damen und Herren, das sind die von mir jetzt ganz grob skizzierten Maßnahmen, die wir eben jetzt als notwendige Rechtsgrundlage hier einbringen. Es wird eben der Rahmen dafür geschaffen, dass die Besoldung der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter, auch die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Hessen zum 1. August 2022 linear um 2,2% und zum 1. August 2023 um weitere 1,89% steigen werden. Auch die Anwärterinnen und Anwärter nehmen zeitgleich an dieser linearen Erhöhung teil. Darüber hinaus, ich erwähnte es eben kurz, wird auch für die Beamtinnen und Beamten der in den Tarifverträgen vereinbarte Sonderbonus, die Corona-Sonderzahlung, hier übernommen. Das sollen auch alle Aktiven, also die Beamtinnen und Beamten, die Richterinnen und Richter, entsprechend den Tarifbeschäftigten erhalten. Und dabei handelt es sich um eine Unterstützung des Dienstherrn zur Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise. Die Auszahlung dieser entsprechenden Sonderleistung von bis zu 1.000 Euro soll nach entsprechender Gesetzeslage mit den Bezügen für den Februar 2022 erfolgen. Deshalb ist die entsprechende zügige Behandlung dieses Gesetzentwurfs auch erbeten, und sie wird auch von allen, denke ich, hoffentlich so mitgetragen. Die Anwärterinnen und Anwärter erhalten die entsprechende hälftige Summe als Höchstbetrag 500 Euro. Und diese Anpassung der Besoldung entspricht eben dem Zweck, auch die Tarifergebnisse entsprechend auch anzupassen, dass die Besoldung sich nicht abkoppelt von den Tarifentwicklungen. Das ist ganz entscheidend, denn wir haben ja letztendlich auch vom Bundesverwaltungsgericht die Auflagen bekommen, dass wir regelmäßig die Alimentierung unserer Beamtinnen und Beamten entsprechender Parameter auch berücksichtigen und wertschätzen. Meine Damen und Herren, das alles führt zu Mehrausgaben von beachtlichem Ausmaße. Aber ich habe ja gesagt, die Investitionen in eine funktionierende Verwaltung, in funktionierende Staatsapparate sind gerade in der Krise wichtiger denn je. Und wir sind dankbar dafür, dass für das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Behörden, in allen Ämtern und in allen Liegenschaften des Landes leisten. Und dafür ist der Gesetzentwurf auch dann in Fleisch und Blut die Wertschätzung, die wir damit zum Ausdruck bringen wollen. Es kostet uns im nächsten Jahr rund 260 Millionen Euro.
Dazu kommen die Gelder, die wir brauchen für den Versorgungsbereich. Und für das Jahr 2024 betragen die Auswirkungen auf die Besoldung und die Versorgungsanpassung dann bei voller Jahreswirkung rund 350 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie um entsprechende Beratung dieses Gesetzentwurfs und danke für die Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Zustimmung, damit wir dieses entsprechende gute Werk auch alsbald den Betroffenen zugutekommen lassen können. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Der Gesetzentwurf ist eingebracht. Die Aussprache ist eröffnet und der nächste Redner ist der Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieser Gesetzentwurf ist ja als dringlicher Gesetzentwurf sehr kurzfristig vorgelegt worden. Ich will zunächst darauf hinweisen, dass ich es gut finde, dass es eine sehr zügige Tarifverhandlung gab hier in Hessen mit einem entsprechenden Abschluss am 15. Oktober diesen Jahres. Ich finde im Übrigen auch gut, dass es eine zeitgleiche Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten gibt. Ob es eine inhaltsgleiche Übertragung eins zu eins, wie Herr Bauer gesagt hat, da habe ich leichte Zweifel, aber das werden wir noch an anderer Stelle diskutieren. Schlecht ist natürlich bei diesem Verfahren, dass es wieder keine Beteiligung, so wie im Hessischen Beamtengesetz vorgesehen ist, der Gewerkschaften gibt, weil es a wieder als Fraktionsgesetz eingebracht wurde und nicht von der Landesregierung. Man natürlich in der Tat über die Details reden muss. Vielleicht lassen Sie mich Herr Dr. H.C. Hahn mal zu Ende reden, dann verstehen Sie vielleicht auch, was ich damit sagen will. Ich warte, bis Sie fertig sind. Gerne. Ne? Ja, die Zeit läuft dann halt. So. Also die Begründung der einbringenden Fraktionen, dass dies jetzt so dringlich gemacht werden muss, ist die Corona-Prämie, die bis zum Februar 2022 ausgezahlt werden soll. Hier habe ich schon im Innenausschuss schon dazu gesagt, dass ich es für sinnvoll halte, dass man ein geordnetes Verfahren mit den Gewerkschaften durchführt, ein Beteiligungsverfahren, auch an dieser Stelle, weil es eben nicht eins zu eins Übertragung ist, und dass man dies auch dadurch hätte lösen können, indem man die Frage der Corona-Prämie abtrennt, sie jetzt ins Gesetz einbringt, sie jetzt in den Landtag einbringt und die tariflichen Erhöhungen, die ja erst zum 1.8. nächsten Jahres beginnen, dann in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren ordentlich durchgeführt werden können. Das wäre also möglich gewesen. Bedauerlicherweise haben die Fraktionen das anders gesehen. Ich habe auch, ich sage es mal an dieser Stelle, auch in der Tat Zweifel, was die 1-zu-1-Übertragung beinhalten soll. Ich bin mir unsicher, ob es jetzt für Versorgungsempfänger auf dieser Grundlage eine Corona-Prämie gibt. Und dann wäre natürlich die Diskussion, warum es die nicht gibt, weil sie ja Bestandteil sozusagen des Tarifergebnisses ist insgesamt. Das ist die Frage. Und was die Umrechnung von Mindest- und Festbeträgen, die ja im Tarifvertrag vereinbart wurden, also die Regelung mindestens 65 Euro bzw. bei den Auszubildenden einen Festbetrag von 35 Euro der Erhöhung, die jetzt umgerechnet werden sozusagen in entsprechende Tarifprozenterhöhung. Ich habe mir die Tabelle mal angeguckt, meine Damen und Herren. Es wird zwar eine Erhöhung vorgenommen im Jahre 2023, jetzt von 1,89%. Im Tarifvertrag vereinbart ist 1,80%. Das ist mehr, aber weil es, so wie es im Gesetz drinsteht, weil dies eine leistungsfeindliche Einebnung, also diese Festbeträge und Mindestbeträge, sagen die regierenden Fraktionen, sei eine leistungsfeindliche Einebnung der Abstände der einzelnen Besoldungsgruppen. Finde ich eine interessante Aussage an dieser Stelle. Also die Tarifparteien haben sehr bewusst
wollten sehr bewusst die unteren Einkommensgruppen stärker anheben und die Auszubildenden auch. So, inwieweit dies leistungsfeindlich ist, das bleibt dann das Geheimnis der einzubringenden Fraktion und vielleicht auch der Landesregierung. Das ist aber zumindest einmal ein Punkt, wo es keine Übertragung gibt. Das Weitere ist natürlich die Frage der weiteren Ausgestaltung der Kriterien, die auf Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einer Änderung sozusagen der Besoldungstabelle führen müssen. Auch dies trifft die unteren Einkommensgruppen stärker. Und wenn man das mal genau betrachtet, ich habe jetzt nur die Grundtabelle von 22 mal genommen, was diese 65 Euro Mindestbetrag angeht, dann profitieren davon, das ist genau der Punkt, von diesen 1,89%, also dieser Anhebung, all diejenigen ab der Vergütungsgruppe A12. Die profitieren davon, weil die kriegen nämlich mehr als im Tarifvertrag, während die anderen logischerweise weniger kriegen als im Tarifvertrag. Desto weiter unten, also wenn man im mittleren Dienst dann landet, ist es auch tatsächlich weniger. Das muss diskutiert werden, insbesondere jetzt nachgeholt in einer mündlichen Anhörung, die wir ja vereinbart haben, Ende des Monats im Innenausschuss. Aber eine 1:1-Übertragung sieht in der Tat anders aus. Vielen Dank, Herr Schaus. Nächster Redner ist der Abg. Herrmann für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Dass das Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2022 und 2023 und zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aus Anlass der Covid-19-Pandemie erst am 9. November, also am Dienstag und da sogar erst am Nachmittag, als dringender Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 der Grünen und CDU eingebracht wurde, zur Verfügung gestellt wurde uns, um bereits heute behandelt zu werden, zeigt nicht nur eine miserable Zeitplanung der Regierungsfraktionen, sondern auch die völlig unnötige Verquickung von Besoldung und Corona-Sonderzahlung. Während das Thema Corona-Sonderzahlung natürlich zeitnah und eigenständig im hessischen Corona-Sonderzahlungsgesetz hätte behandelt werden können, da diese Zahlungen bereits im Februar 2022 erfolgen sollen, hätte es eines dringlichen Gesetzesentwurfs in Sachen Besoldungsanpassung und Versorgung im hessischen Besoldungsgesetz nicht bedurft, da diese Anpassung erst zum 1. August 2022 und in Folge zum 1. August 2023 vorgesehen ist. Da fragt man sich schon, ist das nur Unvermögen oder Absicht der Regierungskoalitionen, den Oppositionsparteien nicht rechtzeitig einen solchen Gesetzentwurf zur ausreichenden Vorbereitung auf das Thema zur Verfügung zu stellen? Es hat schließlich seinen Grund, dass in der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags in § 13 erste Lesung geregelt ist, dass die erste Lesung frühestens am 6. Tag nach der Verteilung der Drucksache beginnen soll. Zwar besteht auch die Möglichkeit, gemäß § 22 der Geschäftsordnung im Einzelfall auf die Einhaltung der Fristen zu verzichten, wenn nicht wenigstens ein Drittel der anwesenden Abgeordneten widerspricht. Aber von dieser Möglichkeit des Widerspruchs Gebrauch zu machen, hätte aufgrund der Verquickung von Besoldung und Corona-Sonderzahlungen Nachteile für die im Gesetz Begünstigten bedeutet. Dass das nicht in unserem Interesse sein kann, da die Corona-Sonderzahlungen bereits mit den Bezügen im Februar 2022 gezahlt werden sollen, dürfte klar sein. Aber ebenso klar fordern wir die Koalition auf, zukünftig ihre Gesetzentwürfe in angemessener Form, Zeit und vor allem nicht in Verknüpfung mit zeitkritischen Themen vorzulegen. Schauen wir uns jetzt den Gesetzentwurf an, dem die Verhandlungen des Deutschen Beamtenbund mit dem Land Hessen zugrunde liegen. Zu nennen sind hier natürlich besonders die Besoldungserhöhung von 2,2% zum 1. August 2022 und von weiteren 1,89% im 1. August 2023. Die Corona-Sonderzahlung in Höhe von bis zu 1.000 Euro, die Pflegezulage in Höhe von 120 Euro monatlich für Beschäftigte im Krankenpflegedienst des Justizvollzugs und die Mehrarbeitsvergütung.
Anmerken möchte ich an dieser Stelle, dass der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes Hessens, Herr Heini Schmidt, das Verhandlungsergebnis als einen sehr respektablen Tarifabschluss bezeichnet hat und es als von entscheidender Bedeutung ansieht, dass die prozentualen Gehaltssteigerungen entsprechend auf die Besoldungs- und Versorgung der Beamten übertragen werden, ebenso die Sonderzahlungen. Gleichwohl stellt er in diesem Zusammenhang fest, ich zitiere, insgesamt haben wir damit zwar nicht alle unsere Ziele erreicht, aber für die heutigen und zukünftigen Beschäftigten im Hessischen Landesdienst doch sehr deutliche Verbesserungen erzielt. Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der ursprünglichen Forderungen der Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, die Tabellenentgelte um 5% für die Beschäftigten der Länder zu erhöhen, erscheint das erreichte Ergebnis tatsächlich ein ordentlicher Erfolg zu sein. Selbst der Deutsche Beamtenbund zeigt sich zufrieden. Insofern könnten wir uns eigentlich jegliche weitere Debatte ersparen. Dennoch gibt es Grund genug, den Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung zu diskutieren. Dass die erzielten 4,09% Gehaltssteigerung zwar den geforderten 5% nahekommen, ist nicht zu bestreiten. Allerdings verteilen sie sich auf 2 Jahre und eine Laufzeit von 28 Monaten. Und da liegt der Schönheitsfehler. Damit ist mit heutigem Stand nicht einmal ein Inflationsausgleich sichergestellt. Ich darf daran erinnern, dass am 15. Oktober die Ergebnisse der Tarifverhandlung öffentlich bekannt gegeben wurden. Also zu einem Zeitpunkt, an dem schon seit Monaten die steigende Inflationsrate bekannt war. Bereits im Mai lag diese mit 2,5% schon über den 2,2% Besoldungserhöhung, die wiederum erst im Jahr 2022 zum Tragen kommen. Aktuell liegt die Inflationsrate bei 4,5% und damit sogar deutlich über den 4,09% Gesamterhöhung, die aber erst im August 2023 erreicht werden. Zwar wird argumentiert, dass die hohe Inflationsrate unter anderem auf die Corona-bedingten Senkungen der Mehrwertsteuer vor einem Jahr und den damit einhergehenden sinkenden Preisen bei vielen Gütern zurückzuführen sind, aber unabhängig davon sind im Vergleich zum Vorjahr die Preise für Mineralölprodukte und andere energieerzeugende Rohstoffe stark gestiegen. Das Statistische Bundesamt bestätigte in seiner Pressemeldung vom 10. November diese Entwicklung. Ich zitiere daraus, mit plus 101,1% verdoppelten sich die Preise für Heizöl binnen Jahresfrist. Ferner wurden die Kraftstoffe merklich teurer, plus 35%. Auch die Preise für Erdgas, plus 7,4% und Strom, plus 2,5% erhöhen sich. Zitat Ende. Preisanstiege sehen wir mittlerweile in vielen Bereichen, auch bei Nahrungsmitteln und Dienstleistungen. Laut Statistischem Bundesamt verteuerten sich insgesamt die Verbrauchsgüter um 8,7%. Vor diesem Hintergrund stellt die Corona-Sonderzahlung nicht nur eine Abmilderung Corona-bedingter, sondern auch inflationsbedingter Belastungen dar. Die Einführung einer Pflegezulage in Höhe von 120 Euro monatlich für die Beschäftigten im Krankenpflegedienst des Justizvollzugs begrüßen wir ebenfalls. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Das Gleiche gilt auch für die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung, die sich je nach Besoldungsgruppe im Jahr 2022 zwischen 29 und 76 Cent und im Jahr 2023 zwischen 26 und 67 Cent pro Stunde bzw. Unterrichtsstunde bewegt. Im Polizeibereich betragen die Erhöhungen 2022 zwischen 35 und 66 Cent und 2023 zwischen 30 und 58 Cent pro Stunde. Insbesondere die Polizeikräfte hätten hier im Vergleich aufgrund der Einsatzbelastung eine höhere Mehrarbeitsvergütung verdient. Dennoch, insgesamt stellen die Anpassungen Verbesserungen für die Beschäftigten dar, denen wir uns nicht entgegenstellen werden. Gespannt sind wir auf das Verhandlungsergebnis der TDL, der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder. Denn zum ersten Mal liegt der hessische Abschluss zeitlich vor dem Ergebnis der Tarifgemeinschaft der Länder, der Hessen seit 2004 nicht mehr angehört. Dann erst wird sich zeigen, was der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen tatsächlich wert ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jürgen Frömmrich für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube schon, dass das heute ein schöner Tag ist, dass wir Ihnen ein solches Gesetz vorlegen können und damit das verwirklichen, was wir im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart haben, die zeit- und inhaltsgleiche Umsetzung des Tarifabschlusses auf die Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich will das am Anfang auch sagen, auch in Richtung der Kollegen der Opposition. Das ist ein unbefriedigendes Verfahren. Da brauchen wir gar nicht groß drüber zu streiten. Ich habe das auch im Kreise der Geschäftsführer gesagt, dass es unbefriedigend ist, habe mich auch dafür entschuldigt. Aber es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir möglichst schnell das, was wir mit den Tarifparteien vereinbart haben, auch für den Beamtenbereich zugänglich machen. Und da sind ein paar Parameter im Spiel, die wir eben auch beachten müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es natürlich für die Kolleginnen und Kollegen der Opposition unbefriedigend. Aber mal ganz ehrlich, noch unbefriedigender wäre es, wenn wir die Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes Hessen weiterhin im Unklaren darüber lassen, wie wir bei der Beamtenbesoldung nach der Tarifeinigung verfahren. Deswegen haben wir dieses Verfahren gewählt. Ich finde, man kann das schon machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme zugesagt. Wir haben das im Koalitionsvertrag auch so vereinbart. Jetzt schlagen wir in dem Gesetzentwurf vor, auch bei der Besoldungserhöhung so zu verfahren. Ich finde, das ist eine gute Nachricht für die Landesbeamten hier in Hessen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wundert mich hier schon, und der Kollege Schaus hat das ja gerade wieder getan, warum muss man eigentlich selbst bei einem solchen Verfahren, selbst bei einem solchen Abschluss, bei einem solchen Gesetz das Haar in der Suppe suchen, anstatt auch hier einmal zu sagen, es ist gut, dass das Land Hessen den Tarifvertrag auf die Beamtinnen und Beamten überträgt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist schon verwunderlich, Herr Kollege Schaus, wir haben ja hier einige Debatten geführt über die Frage zeit- und inhaltsgleicher Übertrag. Da waren Sie immer einer, der hier vorne gestanden hat und immer die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme. Und da haben Sie gefordert, dass das gleich und möglichst schnell und sofort sein muss. Und jetzt machen wir das. Und da fangen Sie an, die Korinthen zu suchen, Herr Kollege Schaus. Es ist schon einigermaßen erstaunlich, Herr Kollege Schaus. Nochmal, es ist unbefriedigend, aber es ist auch kein Hexenwerk, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis zur zweiten Lesung. Wir haben da ja noch ein wenig Zeit, diesen Gesetzentwurf genau zu studieren, auch die Tabellen zu vergleichen. Wer will, kann auch nachrechnen. Ich habe da sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenministeriums, aber noch einmal nachrechnen kann man ja machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes, die Tarifbeschäftigten, die Beamten, die Anwärter, die Versorgungsempfänger, dass wir diesen Tarifvertrag übernehmen können. Wir machen die Einladung an die Kolleginnen und Kollegen der Opposition. Machen Sie mit, freuen Sie sich mit uns über diesen guten Vorschlag, den wir hier vorgelegt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was sagt der Tarifvertrag? Er sagt 4% mehr, 4,09, um genau zu sein, 2,2% ab dem 1.8.2022, 1,89% ab 2023. Die Anwärterinnen und Anwärter und die Versorgungsempfänger sind an der linearen Steigerung beteiligt. Für die Corona-Prämie, für die Corona-Sonderzahlung gibt es dann 1.000 Euro für die Anwärterinnen und Anwärter, 500 Euro. Wir haben eine Pflegezulage, noch einmal Pflegezulage für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Laufbahnzweiges Krankenpflegendienst im mittleren Dienst. Jeden Monat 120 Euro. Da kann man sich doch wirklich einmal freuen, und da kann man doch auch mal beiseite lassen und die Korinthen nicht suchen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass wir das Jobticket weiterhin verankern können. Eine wirkliche hessische Einmaligkeit. Dieses Jobticket ermöglicht es
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 53.000 Tarifbeschäftigten, 104.000 Beamtinnen und Beamten, den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen kostenlos zu nutzen. Das ist nicht nur klimapolitisch eine richtige Entscheidung, es ist auch verkehrspolitisch und im Sinne der Verkehrswende eine richtige Entscheidung. Und deswegen freut uns das, dass wir das weiterhin in den Tarifverträgen, aber jetzt auch für die Beamtinnen und Beamten übernehmen können. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, der Kollege Bauer. Es ist immerhin, wenn man das mal im Rhein-Main-Gebiet anschaut, für die Leute, die hier als Pendler unterwegs sind, bis zu 2.000 Euro im Jahr Ersparnis. Und das ist doch wirklich eine gute Leistung, die das Land Hessen hier bereitstellt. Gleichwohl muss man am Ende auch auf die Ausgabenseite schauen. Das kostet natürlich auch Geld, 49 Millionen für den Bereich der Besoldung in 2022, 28 Millionen für den Bereich der Versorgung. Insgesamt hat das eine Jahreswirkung denn in 2004 von rund 350 Millionen Euro. Das ist schon viel Geld, aber ich glaube, es ist gut angelegtes Geld bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes Hessen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will noch einen Satz zu den Tarifverhandlungen sagen und zu dem, was da vereinbart worden ist. Noch einmal einen herzlichen Dank auch an den Innenminister, der mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Verhandlungen geführt hat. Und ich glaube wirklich, dass wir hier viele Sachen verankert haben, die sich durchaus auch im Ländervergleich sehen lassen können, die man doch einmal kurz wenigstens erwähnen sollte. Die Eingruppierung für Lehrerinnen und Lehrer im Tarifbereich, die Erzieherinnen und Erzieher im Sozialbereich können bis E11 eingruppiert werden. Wir haben eine Zulage für Erzieherinnen und Erzieher, mehr unbefristete Jobs an hessischen Hochschulen. Wir haben die Entgeltstufe E16 eingeführt, damit wir besonders Hochqualifizierten auch im Landesdienst die Möglichkeit, damit wir gute Möglichkeiten haben, dass sie in den Landesdienst wechseln. Die erste Beförderung wird früher gemacht. Wir haben nach 6 Monaten soll die demnächst erfolgen können. Wir haben einen Digitalisierungsvertrag, da schaue ich in Richtung der FDP, einen Digitalisierungsvertrag im Tarif verankert. Wir haben ein mobiles Arbeiten, wir haben das mobile Arbeiten tarifvertraglich gesichert und ein Homeoffice im Tarifvertrag festgelegt. Wir haben 8 Elterntage für Eltern eingeführt, die frisch Nachwuchs bekommen haben. Die können das nehmen. Das ist wirklich ein, glaube ich, gibt es nirgendwo anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das Landesticket, darauf bin ich eben schon eingegangen, weiter im Tarifvertrag vereinbart. Wenn man das alles so sieht und wenn man das mal Revue passieren lässt, glaube ich, dass dieser Tarifvertrag vom Innenminister gut verhandelt worden ist. Es ist ein guter Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten, aber auch dem Land Hessen. Und deswegen wollen wir ihn übertragen, weil er gut ist. Und deswegen wünschen wir uns, dass Sie dem zustimmen. Wir laden Sie ein, machen Sie mit. Da könnten Sie sich dann auch vielleicht mal freuen, dass wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landes einen guten Tarifvertrag, aber auch den Beamtinnen und Beamten eine gute Besoldung in Aussicht stellen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Nächster Redner ist der Abg. Müller für die Freien Demokraten. Ich frage das direkt auf. Er hat gerade erklärt, TVH ist ein Super. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nur für die Grünen hier im Plenarsaal. Herr Frömmrich hat gerade erklärt, dass der TVH eine tolle Sache ist und die Rückkehr in die TDL eigentlich nicht mehr eine taugliche Angelegenheit ist. Aber doch, das konnte man anders gar nicht interpretieren. Aber das ist mir nur so am Rande aufgefallen. Wollte ich jetzt mal kurz darauf hinweisen. Ich wollte eigentlich mal auf das Verfahren eingehen, weil ich glaube, dieses Verfahren ist ein einmaliger Rekord. Wir haben 2 Tage vor der Einbringung des Gesetzes die Anhörung im Ausschuss beschlossen und wir haben als Fraktion 3 Stunden bevor die Einbringung stattgefunden hat, schon die Anzuhörenden benannt. Das kann ich mir nicht erinnern, dass wir das in dieser Form hier im Hessischen Landtag so schon mal hatten. Und das zeigt auch, dass wir um die Bedeutung wissen, dass es um die Corona-Prämie geht und dass wir im Interesse auch der Beamtinnen und Beamten des Landes Hessen dieses Verfahren mitgehen. Nicht im Interesse der Landesregierung, aber für die Beamtinnen und Beamten werden wir das so begleiten. Wir haben dabei auch zu berücksichtigen, dass wir schon im letzten Jahr
das Thema Corona-Prämie diskutiert haben, dort im Bereich der Polizeibeamten zusammen mit Dannenröder Forst. Auch da hatten wir das schon angeregt. Jetzt kommt eine Corona-Prämie auch für alle. Das freut uns sehr. Ich glaube, es ist auch angezeigt und angebracht, dass das jetzt stattfindet. Wir haben darüber hinaus aber zu sehen, ist auch schon angesprochen worden, dass es auch eine erhebliche Inflation gibt. Und das muss man natürlich bei den Zahlen dann zumindest auch mit erwähnen und mit berücksichtigen, dass das, was an Erhöhung steht, natürlich auch im Hinblick auf die aktuelle Inflation zu sehen ist. Und trotzdem ist es so, dass wir dieses Ergebnis übertragen werden soll und dass die Tarifvertragsparteien das auch so gefordert haben. Wir werden in der Anhörung weiter sehen, ob alles auch drin ist. Und diese Anhörung müssen wir schon auch noch machen. Da hat Herr Schaus recht, bei aller Euphorie, die der Kollege Frömmrich hier in seiner Rede eben an den Tag gelegt hat. Ganz so einfach ist es nicht. Und ich fand es zumindest ehrlich, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass die Beamten im Ministerium die Tabellen errechnet haben. Ich dachte, ja, es ist ein Fraktionsgesetz. Und Jürgen Frömmrich und Alex Bauer hätten das Ganze zusammengerechnet. Aber nein, es ist aufgeklärt worden. Vielen Dank für diese Information. Aber ach so, na gut, es steht ja Fraktionsgesetz drüber und die Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden drunter. Alles gut. Alles gut. Ich bin aber dankbar, Herr Frömmrich, dass Sie das Thema mobiles Arbeiten angesprochen haben. Das Thema mobiles Arbeiten ist jetzt im Tarifbereich verankert. Jetzt müssen wir es aber auch noch im Bereich der Beamten verankern. Und wie Sie wissen, haben wir in der letzten Runde, Herr Frömmrich, hier in den Landtag, Herr Frömmrich, ich will nicht stören, die lebhafte Debatte, Herr Rudolph, Herr Frömmrich, wenn wir kurz, ich würde gerne Herrn Frömmrich etwas mitteilen, wenn ihr das nachher klären könnt, dann wäre das sehr nett und hilfreich. Nee, das habe ich gerade gemerkt, ich rede schon seit einer Minute mit dir und du hast überhaupt nicht reagiert. Also das war jetzt nicht so multitaskmäßig. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, mobiles Arbeiten, das stimmt allerdings auch, eine Minute kein Widerspruch von Jürgen Frömmrich ist auch was wert, sollte man auch mal genießen. Aber zur Sache. Mobiles Arbeiten ist jetzt für Tarifbeschäftigte geregelt, aber noch nicht für die Beamten. Und da erinnere ich daran, dass wir in der letzten Plenarrunde einen Gesetzentwurf eingebracht haben. Und das gibt auch der Regierungskoalition die Chance, sich dort anzuschließen und mit uns gemeinsam eine Lösung zu finden, dass auch für die Beamtinnen und Beamten in Hessen mobiles Arbeiten mit Anspruch geregelt wird. Ich möchte dann noch darauf eingehen, dass es schon noch einen Bereich gibt, der heikel werden wird. Und das ist die Umsetzung dessen, was das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Weil die Kriterien sind in diesem Gesetzentwurf nicht drin. Und eine wesentliche Entscheidung steht auch noch aus. Jetzt kann man sagen, es hätte schon eingearbeitet werden müssen. Aber das, was noch kommen wird in dem Urteil, das jetzt noch aussteht, Auflage auch des DBB, das wird spannend. Und ich prophezeie, dass das sehr teuer werden wird. So, insofern ist das etwas, wo man sich bei aller Freude hier auch darüber nachdenken muss, warum das teuer wird. Weil eigentlich das, was bislang geregelt ist, so nicht geht. Das wird vermutlich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sein. Und deswegen ist die ganze Euphorie nicht ganz so groß, sollte sie zumindest nicht sein, weil dort wird sicherlich eine Entscheidung kommen, die die Landesregierung nicht sonderlich erfreuen wird. Und das werden wir dann auch noch diskutieren. Aber jetzt machen wir erstmal eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf zur Übertragung der Tarifergebnisse auf die Beamten. Und da freuen wir uns auf die Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Und jetzt hat das Wort der Abgeordnete Günther Rudolph für die Fraktion der SPD. Stört mich auch nicht, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir irgendwann heute Abend die Sitzung beenden können, weil ich werde meinen Beitrag dazu leisten und werde ein bisschen Zeit einsparen. Zum Verfahren haben die Kollegen Müller und Schaus etwas gesagt. Es ist mittlerweile Standard in diesem Haus, dass man einen enormen Zeitdruck aufbaut, keine ordnungsgemäße parlamentarische Beratung mehr macht. Deswegen will ich mich um 18.37 Uhr darüber nicht mehr aufregen. Das ist bei Ihnen Standard. Sie machen das zur Regel. Dann hat der Kollege Frömmrich gesagt, er entschuldigt sich, aber es ändert ja nichts am Ergebnis. Insofern ja, politisch haben wir immer gefordert, dass das Ergebnis des Tarifabschlusses auch für die Beamtinnen und Beamten übertragen wird. Trotzdem muss man sich einen Gesetzentwurf anschauen, weil Sie machen das ja gerne bei Gesetzentwürfen, andere Dinge mit einzubauen. Also wir werden uns das gründlich anschauen, damit Sie uns an der einen oder anderen Stelle nicht linken können. Ich will nur zu dem Tarifergebnis sagen, wir sind sehr für Tarifautonomie.
Ich hätte mir aber von beiden Tarifpartnern gewünscht, dass man insbesondere in den Entgeltgruppen E3, E4 und E4 die mal abschafft und endlich auch Entgeltgruppen macht, wo man in der heutigen Zeit auch bei den Kosten im Mietpreis im Rhein-Main-Bereich davon leben kann. Entgeltgruppen E3, E4, E5, finde ich, gehen im öffentlichen Dienst gar nicht mehr. Das hätte man auch vom Arbeitgeber mal progressiv anfangen können, um das mal sehr deutlich zu sagen. Die Übertragung, ich habe das seit Jahren thematisiert. Das erwarte ich von den Gewerkschaften, aber auch der Arbeitgeber kann von sich aus tätig werden. Ich will zur Corona-Prämie etwas sagen. Wir haben sicherlich auch einen unterschiedlichen Belastungsfaktor im öffentlichen Dienst gehabt. Wenn ich an den Gesundheitsbereich denke, wenn ich an die Lehrer denke, an die Polizeibeamten, an die Sozialarbeiter, die waren möglicherweise schon mehr belastet als ein Sachbearbeiter in einer normalen Behörde. Insofern hätte man auch eine Differenzierung machen können, aber durchaus zugegeben, ist nicht ganz einfach. Ich will nur sagen, für besondere Herausforderungen gibt es eine Prämie. Als wir das im Zusammenhang mit der Überlastung der Polizeiaktionen im Dannenröder Forst eingefordert haben, war kein Geld da. Jetzt ist Geld da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist mir schon arg widersprüchlich. Ja, 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 ja. Nicht, wie es gerade mal passt, sondern sehr konsequent. Wenn Belastungen, besondere Belastungen da sind, finde ich, muss man die auch besonders an der Stelle berücksichtigen. Dass das Geld kostet, ist klar. Aber wenn wir ordentliches Personal haben, Fachpersonal und Fachkräftemangel, merken wir auch im öffentlichen Dienst, müssen wir das entsprechend bezahlen. Das Personal darf man nicht nur permanent als Kostenfaktor sehen, sondern das ist auch ein Innovationsfaktor. Insofern kostet Personalgeld, ist aber dringend notwendig, wenn man gutes Personal haben will. Dass wir jetzt eine Anhörung machen, das sage ich aber jetzt ironisch, eigentlich könnte man das Gesetz ja heute beschließen, weil das ist so toll, müsste man nicht auch noch irgendwelche komischen Anhörungen machen. Aber ich habe es ja hinzugefügt, Ironie. Und ein letztes in Richtung des Kollegen Bauern. Wenn er das schon einbringt, den Gesetzentwurf, finde ich, gehört es zur Redlichkeit den anderen Kolleginnen und Kollegen gegenüber, dass man die Debatte wenigstens verfolgt. Ja, bei uns leider nicht. Das kann man fairerweise sagen. Sonst könnte man fast den Eindruck gewinnen, egal was die Opposition hier sagt, wir machen eh alles richtig. So ein bisschen vernünftigen Umgang im Parlament kann man erwarten, weil sonst verdichtet sich der Eindruck auch mit den Gesetzen, dass Sie das durchpeitschen. Also ein bisschen parlamentarischen Stil an CDU und Grüne sollten Sie wahren, weil das erleichtert die Beratung. Ansonsten spare ich uns jetzt 3-4 Minuten Lebensqualität. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kollege Rudolph. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich freue mich, Ihnen heute einen Gesetzentwurf vorlegen zu können, der das Tarifergebnis und die Tarifverhandlungen umsetzt für die Beamtinnen und Beamten. Und wenn ich sage, ich freue mich darüber, dass wir das Tarifergebnis umsetzen, dann natürlich eben nicht eins zu eins. Das wird nicht gehen, weil wir es halt eben nur systemgerecht machen können. Das tun wir, ich will es gleich noch einmal kurz erklären. Aber wir machen es zeitgleich, und genau das ist mit den Gewerkschaften verabredet worden. Und insofern bin ich den Koalitionsfraktionen sehr dankbar, dass sie den Gesetzentwurf für die Hessische Landesregierung auch hier eingebracht haben. Ja, ein Stückchen Dienstleister, weil wir natürlich ein Interesse daran haben, nicht nur was die Corona-Prämien angeht, das ist ja hier gerade dargestellt worden, sondern weil wir natürlich ein Interesse daran haben, dass wir das, was wir mit den Gewerkschaften vereinbart haben, auch sehr schnell für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umsetzen. Und das können wir nunmehr tun. Wir haben uns hier darauf beschränkt, dass wir die Besoldungserhöhung, die dem Tarifergebnis folgt, eins zu eins übersetzen. Das war übrigens nur, weil jetzt gerade eben in den Beiträgen von Herrn Kollegen Müller, glaube ich, und von Herrn Kollegen Rudolph noch einmal dargestellt wurde, dass ansonsten Besoldungsfragen uns demnächst auch noch beschäftigen werden. Das ist ja richtig. Aber Kollege Müller war das, okay. Dass uns diese Fragen noch beschäftigen werden. Aber es war ausdrücklicher Wunsch der Gewerkschaften, dass wir genau diese Fragen aus den Tarifverhandlungen herauslassen, um uns darauf zu konzentrieren, dass wir ein ordentliches Tarifergebnis hier miteinander verhandeln. Zu den Zahlen und Daten ist schon alles gesagt. Ich will mich deswegen kurz fassen und nur darauf hinweisen, dass wir nicht nur ein Einvernehmen in den Verhandlungen, sondern dass dieses Einvernehmen auch hinterher deutlich zum Ausdruck der Gewerkschaften bei der Bewertung dieses Tarifergebnisses, was wir jetzt übertragen, auch gekommen ist. Ich will mal kurz daran erinnern,
dass Frau Behle, das ist die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, die Verhandlungspartnerin bei uns in Dietzenbach war, dass sie darauf hingewiesen hat, dass nach ihrer Auffassung von Land und Gewerkschaften hier eine Tarifverhandlung, ein Tarifergebnis geführt wurde, erreicht wurde, was Vorbildcharakter hat, meine Damen und Herren. Vorbildcharakter. Also die Gewerkschaftsseite bewertet es genauso wie wir, dass wir einen Vorbildcharakter hier mit dem Tarifvertrag Hessen haben. Und sie sagt, ich zweifle aber, ob die Tarifgemeinschaft der Länder eine ähnliche Weitsicht haben. Ich räume ein, dass mich das sehr gefreut hat, dass die Zufriedenheit nicht nur bei uns, sondern auch auf der Gewerkschaftsseite so groß war, meine Damen und Herren. Ich freue mich darüber, dass der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, im Gegensatz zu dem, was der Kollege Rudolph hier gerade über Prämien gesagt hat, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jens Moher, gesagt hat, zu der Corona-Sonderzahlung, die ja auch für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sein wird. Er hat gesagt, das ist eine schöne Wertschätzung für die Mehrbelastung während der Corona-Pandemie. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist gut. Vielen Dank. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, dass die Dinge, die zugegebenermaßen jetzt fortgesetzt wurden, die von uns schon in der letzten Wahlperiode in den Tarif in Hessen eingeführt wurden, zumindest einmal für Frau Behle, die jetzt neue Verhandlungsführerin bei Verdi war, sie das entsprechend noch einmal bewertet hat. Sie nannte dieses Ticket als Beispiel für Leistungen, die sich Gewerkschaften auch in anderen Bundesländern vorstellen können. Also der Vorbildcharakter auch an dieser Stelle sozusagen noch einmal deutlich unterstrichen durch die Gewerkschaftsseite. Ich sage das mit einer gewissen Genugtuung, weil ich mich darüber freue, dass die Tarifverhandlungen zu einem so guten Ausgleich geführt haben, dass beide Seiten froh sind über das Ergebnis. Und das wollen wir jetzt für die Beamtinnen und Beamten ebenfalls umsetzen. Meine Damen und Herren, ich will mich sehr herzlich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Hause bedanken. Weil es ist so, dass die Friedenspflicht nach der Kündigung des Tarifvertrages am 30.09. diesen Jahres geendet ist. Wir haben eine Tarifeinigung am 15. Oktober erzielt. Und wir haben in dieser Woche, Anfang November, bereits die Umsetzung, die systemgerechte Umsetzung für die Beamtinnen und Beamten in den Hessischen Landtag zugegebenermaßen als dringliches Gesetz. Aber wir haben es geschafft, es hier einzubringen, damit wir das Ergebnis möglichst schnell auf die Beamtinnen und Beamten dann auch umsetzen können. Und für diese Leistung, für die Formulierungshilfe bin ich, Herr Gortner, Ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr dankbar. Ich möchte das hier ausdrücklich noch einmal gesagt haben. Meine Damen und Herren, zu systemgerecht gehört, dass wir in der Besoldung ein systemimmanentes Abstandsgebot haben und berücksichtigen müssen. Deswegen können wir nicht eins zu eins umsetzen, aber eben systemgerecht. Deswegen gibt es diesen leichten Unterschied bei den Prozentzahlen, weil wir den Mindestbetrag umlegen mussten, sozusagen den Betrag insgesamt, aber mit den Gewerkschaften im Einvernehmen umgelegt haben auf die gesamte Besoldungsstruktur. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Müller hat das Thema mobiles Arbeiten angesprochen. Die Inhalte sind ja ansonsten hier auch schon dargestellt worden, was wir an Digitalisierungspaketen dort vereinbart haben. Und beim Thema mobiles Arbeiten haben wir uns darauf verständigt, dass es Dienstvereinbarungen gibt und haben dafür Kriterien festgelegt. Und so werden wir das für die Beamtinnen und Beamten ebenfalls machen. Es wird Dienstvereinbarungen geben. Und da sind die Kriterien für das mobile Arbeiten entsprechend niedergelegt. Dafür werden wir kein eigenes Gesetz brauchen. Ich bin dankbar, wenn die Kolleginnen und Kollegen möglichst zeitnah nunmehr dann auch mit uns zu dem Ergebnis kommen, dass das Gesetz so umgesetzt werden kann. Für die Beschäftigten und für die Beamtinnen und Beamten in unserem Lande ist es jedenfalls mal ein schöner Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der ersten Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs, den wir dem INA zur Vorbereitung
zweiten Lesung überweisen.